Ich mache jetzt auf alle Fälle weiter mit Kantenphasen. Ich habe mir extra angezeichnet, welche Kanten ich fasen muss, weil ich kenne mich, ich mache die hier und das ist die Verbindungsphase, Verbindungskante. Und dann habe ich hier zwischen den Bergen immer so eine blöde V-Nut drin. Die will ich nicht, deswegen habe ich es mir angezeichnet. Und in dem Zug, wenn ich hier schon am Phasen bin, werde ich in den Tälern, da komme ich eh nicht ganz runter, muss ich wahrscheinlich mit dem Stemmeisen ein bisschen nacharbeiten. Habe ich vorhin gesagt, ich zeichne mir an, an welchen Kanten ich eine Phase brauche. Habe ich wieder schön ignoriert. Egal. Es ist zum Glück die Kante in der Ecke, da merkt man es nicht. Hoffe ich. Jetzt schleifen. Danach kommt der Lack. Alpina feine Farben, Quelle der Gelehrten. Ich hoffe, das Kind wird dann auch gelehrt. Dann mache ich den Hauptfarbe dann der Berge nach dem Schleifen und die Spitzen standardweiß. Da brauche ich so wenig. Oh,
Die blauen Berge sind fertig, weiße Spitzen haben sie sogar auch. Ja, ich lasse das hier jetzt alles in Ruhe trocknen und danach schaue ich, wie ich das alles schadfrei in den ersten Stock drauf bekomme und an die Wand bringe. Das Video ist noch nicht ganz vorbei, ihr kriegt natürlich noch das Endergebnis zu sehen. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, Abo nicht vergessen und wenn ihr Anregungen, Wünsche, Fragen habt, unten in die Kommentare. Und ihr kriegt jetzt das Endergebnis inklusive LED natürlich zu sehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!